Also, wir haben uns mit dem Thema Menstruation beschäftigt. Es ist ja so, dass es in unserer heutigen Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist. Und es ist ein großes Problem, dass die meisten Menstruationstracker, die es gibt, wie zum Beispiel den wir gerade uns schnell rausgesucht haben, ziemlich verpackt sind in Kitsch und Pink und Rosa und Blumen und auf stereotypisch weiblich gemacht sind. Selbst. Hallo? Doch selbst wenn es Apps gibt, die diese Klischees nicht verfolgen, sind sie halt immer noch an Frauen adressiert. Und das ist ein Problem für Leute, die sich nicht als weiblich identifizieren und dadurch eine Dysphorie erleiden. Eine Dysphorie oder Englisch Dysphoria ist, wenn man mit einem Geschlecht assoziiert wird, dem man aber nicht angehört und deswegen Stress oder Unwohlsein sowohl psychisch als auch physisch erleidet. Deswegen haben wir uns überlegt, einen Menstruationstracker zu machen, der jetzt nicht irgendwie für Jungs ist oder für non-binary Menschen, sondern einfach für alle. Also quasi einen geschlechtsneutralen Menstruationstracker, weil eben inklusiver ist. Ein weiteres Problem bei vielen Menstruationstrackern, die es so auf dem Markt gibt, ist der Datenschutz. Und da ist das Problem, dass die häufig nicht Open Source sind und man nicht nachvollziehen kann, wo die Daten hingehen. Viele Daten werden halt auch ausgewertet, und meistens nutzt das eben nicht den menstruierenden Menschen, sondern der Wirtschaft und Also ist unsere Idee, dass wir raus aus dieser Hashtag Rosa-Hellblau-Falle gehen. Die Rosa-Hellblau-Falle beschreibt, dass man bestimmte Farben bestimmten Geschlechtern zuordnet und sehr stereotypisch darauf beharrt, dass das so bleiben muss. Natürlich, ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass nur Frauen menstruieren, aber das ist eben nicht so. Und deswegen wollten wir halt etwas, was meistens nur damit assoziiert wird, mal ganz neutral machen. Und für alle Gender. Und das ist Shark Week. Genau. Und zwar ist Shark Week ein Programm, welches auf der Konsole ausgeführt wird. Und es ist ohne den überflüssigen Schnickschnack wie von dieser App. Als Beispiel. Es gibt noch viele andere. Also, warum eigentlich Shark Week? Also, erstens. Der Hai ist dafür bekannt, Blut trotz milliardenfacher Verdünnung riechen zu können. Und derzeit sind wir noch nicht so weit, aber wir hatten noch vor, eine Prognose quasi in unser Programm zu schreiben, sodass man quasi auch sagen kann, dass unser Programm quasi das Blut voraussagen kann, so wie der Hai das auch kann. Jetzt kommen wir mal zur Umsetzung. Also wie gesagt, haben wir diesen Kalender in der Konsole gemacht, weil das eben relativ genderneutral und cool aussieht. Mit dem Befehl Show können wir uns den Kalender anschauen. Die rot markierten Tage sind in der Tage, wo die Person menstruiert. Mit dem Befehl bist du. Mit dem Befehl set period kann man den Zeitraum der Menstruation bestimmen. Ich sag einfach mal jetzt den Tag 19.11.2018. Es wird nicht angezeigt, doch es wird angezeigt. Das ist gut. Bis zum 32.11.2018. 23. 23. Egal. Hauptsache, es hat das gespeichert. Und zwar wird dieser Zeitraum in eine CSV-Datei geschrieben. Die kann man später auch in Excel auswerten, was ziemlich praktisch ist. Und jetzt können wir uns das mal anschauen.
Okay. Premium. Und da unten, im November war das? Genau, im November. Sehen wir das jetzt auch. Sehen wir jetzt auch da, dass das eingetragen wurde, dass die Person menstruiert. Und das wird eben lokal gespeichert und nicht weggeschickt. Und ja, wir waren noch gerade dabei, daran zu arbeiten, dass man sagt, zum Beispiel, ich menstruiere alle 28 Tage und dass der, dass das Programm dann einen anzeigt, wann man wahrscheinlich als nächstes menstruiert. Und ja, das haben wir in Java geschrieben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns auch nachher fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.